Hi, mein Name ist Brian Besinger und in diesem Video geht es um die drei Kategorien im Sport, nämlich den Breitensport, Leistungssport und Hochleistungssport. Ich werde dir ein bisschen erklären, was die Unterschiede sind. Ja, vielleicht weißt du noch gar nicht selbst, in welche Kategorie du gehörst. Und dir ein bisschen erklären, was die Merkmale davon sind und ja, was es bedeutet, in einem von diesen Bereichen zu stecken. Fangen wir an, ja, wenn man das Ganze in ein paar Pyramidenmodell ein bisschen nimmt, unten ist der Breitensport, dann kommt der Leistungssport und ganz oben die Spitze von der Pyramide ist der Hochleistungssport, weil es auch die wenigsten sind. Also Breitensport, wie auch der Name schon sagt, machen die meisten. Und beim Breitensport ist der Leistungsvergleich zweitrangig. Ja, also beim Breitensport geht es eher um Sachen wie Spaß, ja, dass du Zeit mit deinen Freunden verbringst, mit Bekannten, und also der direkte Leistungsvergleich ist eher zweitrangig. Und das kommt auch jetzt gar nicht unbedingt auf die Sportart darauf an, ob du jetzt Fußball spielst oder Tischtennis oder Badminton. Die Merkmale vom Breitensport sind eigentlich überall gleich. Was ist noch wichtig? Die Einhaltung von Regeln ist im Vergleich zum Leistungssport oder zum Hochleistungssport deutlich geringer. Wenn du mal anschaust, in die Kreisliga gehst, egal bei welcher Sportart, es sind oftmals weniger Schiedsrichter da oder gar keine Schiedsrichter, also niemand, der sich darauf konzentriert, ja, werden die Regeln eingehalten oder nicht. Gleich wirst du auch noch sehen, wie das beim Leistungssport, beim Hochleistungssport ist und da ein bisschen die Unterschiede feststellen. Was noch wichtig zu wissen beim Breitensport? Nehmen wir mal an, du spielst Tischtennis. Ja, hier auf diesem Kanal sind fast nur Tischtennis-Tipps und ich arbeite selber auch als Tischtennis-Coach. Normalerweise im Breitensport ist es so, du übst deine Sportart aus, ja, zum Beispiel Tischtennis, das heißt, du machst die Technik, ja, vielleicht überlegst du auch manchmal, okay, ich könnte hier Abwehr spielen oder ich könnte den Ball so spielen oder ich könnte hier Rückhand ja, mehr am Körper spielen oder einfach die Beinarbeit verändern, das heißt, diese technischen Details, vielleicht achtest du darauf. Doch diese ganzen anderen Bereiche, die auch wichtig sind, um in einer Sportart erfolgreich zu sein, zum Beispiel Taktik, mentale Stärke, Fitness, ja, diese ganzen Bereiche, da wird sie vielleicht mal angehört, aber mehr auch nicht. Ja, diese ganzen anderen Bereiche werden total vernachlässigt. Ja, weil es geht darum, einfach nur sich körperlich zu betätigen, eine Sportart auszuüben, vielleicht auch ein bisschen gesund zu bleiben. Ja, aber es geht eher weniger darum, jetzt sein eigenes Potenzial zu entfalten im Tischtennis oder in einer Sportart. Ja, sein Maximum zu erreichen. Das ist dann bei den anderen Bereichen eher der Fall. Gehen wir gleich zum mittleren Bereich über, nämlich den Leistungssport. Was ist unter Leistungssport zu verstehen? Unter Leistungssport ist zu verstehen, dass du unter nicht professionellen Bedingungen versuchst, deine Höchstleistung zu erreichen. Ja? Das heißt, du, nehmen wir mal an, du arbeitest oder du gehst zur Schule oder sonst irgendwas. Das heißt, oder hast eine Familie, du hast bestimmte Verpflichtungen, die du nachgehen musst. Das heißt, schon mal allein von der Trainingszeit kannst du mit dem Hochleistungssport oder auch sogar Berufssport gar nicht mithalten, da du unter ganz anderen Bedingungen stehst. Das heißt, die Leistungssportler sind ja vorgegebene Strukturen viel, viel stärker ausgesetzt, wie jetzt zum Beispiel beim Hochleistungssport. Im Leistungssport geht es also darum, dass unter den Bedingungen, die du stehst, dass du dein Maximum erreichst. Wenn wir jetzt wieder das Beispiel Tischtennis nehmen, du versuchst unter den Bedingungen, die du stehst, ohne jetzt jeden Tag ins Fitnessstudio zu gehen oder jeden Tag in die Halle zu gehen oder sonst irgendwas, dein Maximum herauszuholen. Vielleicht die Maximumanzahl an TTR-Punkten oder in einer bestimmten Liga zu spielen. Ja? Was ist mit diesen Bereichen, die ich vorhin erwähnt habe? Sowas wie Taktik, mentale Stärke, Fitness, Ernährung. Diese Bereiche, da wird sich auch schon mehr damit beschäftigt. Wird vielleicht mal ein Buch gelesen, ja, wird sich vielleicht auf ein Seminar gegangen, wird sich mal mit Personen unterhalten. Und es wird auch schon das ein oder andere umgesetzt, aber noch nicht oder die Mehrheit nicht in dem in der Bereitschaft, ja, um wirklich ihr volles Potenzial zu erreichen. Ja, nehmen wir mal einfach an das Beispiel Ernährung. Du ernährst dich gut als Leistungssportler, aber ab und zu ist dann doch mal die Packung Süßigkeiten dran oder die Schokolade oder sonst irgendwas, was ja auch völlig okay ist, selbst bei Berufssportlern. Ja, da kann man sich auch wieder sich drum streiten, aber
das Thema wird ein bisschen berücksichtigt, aber noch nicht in der Form, wie es sein könnte. Wie sieht das Training und so aus bei Leistungssportlern? Wie intensiv ist das Ganze? Das kommt immer darauf an, auf den einzelnen Fall. Ja, ein junger Student kann Leistungssport anders ausüben, oftmals, ja, je nach dem Studiengang natürlich auch, weil er einfach mehr Zeit hat. Ein Familienvater, ja, der vielleicht 40, 50, 60 Stunden arbeitet die Woche, der Kinder zu Hause hat, ja, der muss mit dem Ganzen ein bisschen anders umgehen. Aber vielleicht will diese Person ja trotzdem ihr Maximum herausholen und dann ist es noch entscheidender, effizient zu arbeiten. Aber diese Person will einfach trotzdem, ja, unter den Bedingungen, die er steht, das Maximum herausholen. Was ist mit dem Thema Regeln? Die Regeln werden deutlich verstärkt beachtet, weil nur so ein Leistungsvergleich möglich ist. Ja, wenn einfach jeder irgendwas macht, zum Beispiel im Tischtennis die Aufschläge verdeckt oder sich nicht an die Regeln hält, dann ist ein richtiger Leistungsvergleich gar nicht möglich. Und oftmals, ja, übrigens dazu noch ein Tipp, das Vergleichen macht uns oftmals unglücklich, ja, wenn wir uns vergleichen mit anderen Personen, auch mit Sportlern oder auch in anderen Bereichen, macht uns das sehr unglücklich. Aber jetzt im Leistungssport geht es ja auch um den Leistungsvergleich und da wird oftmals geschaut, hey, wie viele Punkte hat der, wie gut ist der und so weiter. Und da wird eben sehr, sehr stark darauf geachtet. Ja, also die Einhaltung der Regeln ist deutlich wichtiger als beim Breitensport, weil nur so ein Leistungsvergleich möglich ist. Okay, wie sieht dann der Hochleistungssport aus? Hochleistungssport ist oftmals ja von Verbänden, ja, das heißt, du als Sportler, wenn du im Hochleistungssport aktiv bist, zählst du dich, ja, spielst du für Verbände zum Beispiel, trittst für Nationalmannschaften an und übst das Ganze auf einem sehr, sehr professionellen Niveau aus. Du wirst professionell unterstützt, oftmals die Top-Sportler haben sogar ein Management-Team hinter sich, du hast Trainer hinter dich, ja, oftmals im Leistungssport ist es so, zum Beispiel im Tischtennis, du kannst dich als Leistungssportler zählen oder viele sind Leistungssportler, aber haben keinen Trainer, sondern organisieren ihr Training alleine, versuchen besser zu werden und auf ihre eigene Art und Weise. Im Hochleistungssport steht ein Trainer dahinter, ein Managementteam, vielleicht sogar eigener Koch, jemand, der einen Trainingsplan erstellt, verschiedene Fitnesstrainer vielleicht sogar. Ja, das Ganze ist deutlich professioneller, je nach Sportart natürlich. Im Tischtennis ist es so, ja, dass da das Ganze trotzdem nicht zu 100% professionell ausgeübt wird, aber wenn du zum Beispiel mal anschaust im Fußball, ja, da kenne ich auch einige persönliche Berichte, ja, auch mal ein bisschen, was man nicht so von den Medien mitbekommt, sondern auch, ja, in Privatgesprächen eher. Da wird einfach ganz anders drauf geachtet, auf Ernährung, auf Fitness, wird getrackt, wird in der Sommervorbereitung, wird geschaut, gehst du wirklich an dem und dem Tag laufen, ja, wie sieht deine Ernährung aus, so, gibt es interessante Doku zum Beispiel über den FC Liverpool, kannst du dir gerne anschauen, da wird eben darüber berichtet, wie die Ernährung was für eine Rolle spielt. Ist übrigens eine deutsche Frau, die da, ja, dahinter steht und das Ganze macht, ein bisschen mitwirkt. Und da ist zum Beispiel die Ernährung sehr, sehr wichtig und die, ja, Spieler bekommen da jetzt auch kein Bier oder sowas hingestellt, sondern die bekommen wirklich nur Top-Qualität, damit sie dann auch auf dem Platz oder eben in ihrer Sportart erfolgreich sind. Und das ist so die offizielle Definition von Hochleistungssport, dass da eben das unter professionellen Bedingungen betrieben wird. Das heißt auch so Themen wie mentale Stärke oder Taktik ist nochmal viel, viel wichtiger. Anders als zum Leistungssport, ja, wenn wir uns den Leistungssport anschauen im Vergleich zum Hochleistungssport, beim Hochleistungssport geht es eher darum, Titel zu gewinnen. Ja, im Leistungssport geht es darum, einfach sportlich, also auf dem Niveau zu spielen oder die Sportart auszuüben, was eben das Maximum ist unter den Bedingungen, wo man steht. Also wenn man natürlich mehr trainiert, wäre wahrscheinlich noch mehr möglich, aber Höchstleistungen zu erreichen unter den Bedingungen. Bei Hochleistungssport geht es darum, dass du Titel gewinnst. Die reale sportliche Leistung ist da eher zweitrangig. Ob jetzt die Gegner irgendwie die besten Leute stellen konnten oder ob die verletzt waren oder wie gut die wirklich sind. Ja, vielleicht hat sich jemand noch qualifiziert, der eigentlich gut wäre oder sowas. Spielt da gar keine Rolle unbedingt und auch die eigene sportliche Leistung. Sondern viel, viel wichtiger ist, gewinnt er den Titel oder nicht? Welchen Platz hat er? Gewinnt er Silber, Bronze, wird er Weltmeister, in welchen Kategorien und so weiter. Es geht eigentlich immer um Titel. Ja, auch bei Olympia und sowas. Ja, da gibt es den Medaillenspiegel. Und da sieht man, okay, Deutschland hat 8-mal Gold, 7-mal Silber und 15-mal Bronze. Und wer 4., 5., 6., 7., 8. wird, wird vielleicht mal ganz kurz erwähnt, aber dann auch schnell wieder vergessen. Das heißt, es geht um Titel im Hochleistungssport. Was bedeutet das Ganze jetzt für dich? Schau dir an, in welchem Bereich du deiner Meinung nach im Moment steckst. Steckst du im Breitensport, ja,
und fühlst dich da auch wohl. Das heißt, wenn du im Breitensport aktiv bist, aber die ganze Zeit sagst, okay, ja, ich würde viel lieber so und so viele TDR-Punkte haben, zum Beispiel Tischtennis, dann ist die Frage, was machst du dafür? Ja, trainierst du auch unter den Bedingungen, um das Ziel erreichen zu können? Wenn du Hochleistungssport, ja, wenn du irgendwie Weltmeister werden willst, ja, dann ist es vielleicht falsch, wenn du immer noch in deinem kleinen Dorfverein spielst, ja, weil es einfach sein kann, dass da der gute Trainer fehlt, dass du ernährungstechnisch nicht gut beraten wirst und sonstige Sachen. Das heißt, schau dir erstmal an, in welcher Situation du gerade bist und dann kannst du auch schauen, okay, was kannst du optimieren, um deine sportlichen Ziele zu erreichen. Auf welche Sportler habe ich mich konzentriert? Ich bin im Tischtennisbereich aktiv, also ich unterstütze Tischtennisspieler, ihr volles Potenzial zu erreichen, aber nicht die Hochleistungssportler, die werden normalerweise sehr, sehr gut unterstützt. Ja, natürlich weiß ich auch, wird mal das eine an ein Video von mir geschaut und so und unterstütze ich auch gerne. Doch der Fokus ist auf den Leistungssportlern. Ja? Die Breitensportler, die glücklich sind mit ihrem Niveau, die dann abends ein Bier trinken, die einfach das Ganze eher semi-professionell angehen, die dann einfach mal am Spieltag anrufen und sagen, hey, sorry, ich habe doch keine Lust und ich sag ab. Auf die Spieler konzentriere ich mich nicht und auf die Hochleistungssportler auch nicht. Mein Ziel ist es, dass die Personen, die gerade im Moment nicht unter den mega professionellen Bedingungen stehen, zu unterstützen. Sei es jetzt mit unseren Trainingscamps oder mit dem Buch über Tischtennis und Ernährung, gibt es auf www.tischtennis-ernährung.de, über mentale Stärke, ja, oder mit Workshops ja auch, bei, was wir da auch haben bei den Lehrgängen mit Taktik oder mentale Verfassung. Das heißt, mein Fokus ist, dass du, wenn du Leistungssportler bist, dass du dein maximales Niveau erreichst. Also, was heißt das Ganze für dich? Schau dir an, in welchem Bereich du steckst und dann kannst du auch schauen, was muss ich machen, um meine Ziele zu erreichen. Ja? Und noch ein Tipp, vergleiche nicht zu sehr mit anderen. Du kannst dich gerne mit dir selbst vergleichen. Wie gut warst du vor einem halben Jahr, vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor fünf Jahren? Und dann nicht nur unbedingt die Ergebnisse anschauen, mein Tipp, sondern auch zum Beispiel in einem Tischtennis nehmen. Wie von der Skala von 1 bis 10 oder von 1 bis 100, wie gut ist die Rückhand heute zum Beispiel? Dann gibst du dir selber eine Bewertung, zum Beispiel 1 bis 100, gibst du dir vielleicht eine 40 und nicht so gut und könnte besser sein. Und dann arbeitest du dann. Und dann irgendwann schaust du wieder, machst vielleicht eine Videoanalyse, siehst, okay, jetzt gebe ich mir eine 50. Ja? Und so arbeitest du dich auch voran. Selbst wenn die Ergebnisse vielleicht gerade im Moment noch nicht besser werden, aber du arbeitest an dir und versuchst alles, damit du dein maximales Leistungsniveau erreichst. Ich hoffe, das Video hat dir weitergeholfen. Wenn du Fragen hast zu dem Thema, wenn du mehr über Hochleistungssport erfahren willst, über Leistungssport oder sonstige Themen, schreib es in die Kommentare. Ansonsten auch gerne Videowünsche oder sonstiges. Gib einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und ja, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Mein Name ist Boren Besinger. Bis dann. Ciao.